Party Peoples and welcome to my channel Bestechlich. Ja, in der letzten Folge habe ich euch nochmal gefragt, wie sieht's aus? Wollt ihr noch mehr von meinem ganzen Comic-Kram sehen oder habt ihr mittlerweile die Schnauze voll? Und ja, wie ihr anhand der Kommentare seht, war die Rückmeldung eindeutig und deshalb beginnen wir heute auch die Folge mit einer Sprachnachricht nach meinem Aufruf. Einen wunderschönen guten Morgen. Digga, ich habe gerade dein Comic-Ding da gesehen, ne? Alter, du toppst dich ja wirklich immer und immer wieder. Also du erstaunst mich ja aufs Übelste, was du für ein Creator bist, Alter. Das ist so krass. Du hast meinen vollsten Respekt, Junge. Richtig epic. Also das musste ich dir mal als Voice enden. Also richtig geil. Weiter so. Junge, das ist so krass. Ich hab mich so weggehauen. Du bist ein hässlicher Bengel. Das ist schon wieder witzig. Ich will auch ein Comic rein. Wow! What the fuck? Welcher Vollidiot haut so ein Verkehrsschild in unsere Scheibe rein? Ich weiß nicht. Sollen wir mal reingucken, ob irgendwas noch kaputt ist? Keine Ahnung, man meint, jemand ist wirklich so lebensmüde und bricht bei uns im Laden ein? Ich weiß nicht, hier ist Duisburg, hier kann alles passieren. Auch wieder wahr. Lass uns mal reingehen und schauen, was los ist. Oh mein Gott, Fritz hat, glaube ich, im Rahmen seines Seven vs. Wild Projekt in unserem Studio den Alkohol entdeckt, den wir zur Öffnung geschenkt bekommen haben, obwohl keiner von uns trinkt. Naja, immerhin hat er überlebt. Hoffen wir zumindest. Glaubst du etwa, dass Fritz die Scheibe eingeschlagen hat im Suff? Ich denke nicht. Ich denke, dass es vielleicht eher so passiert sein könnte. Im Schutze der Dunkelheit begab sich eine zwielichtige Person in die Nähe unseres Studios. Sie schaute hin und her, ob jemand sie beobachtete, und brach dann durch die Vordertüre ein. Und dann brach ein Scharknado aus und ein ausgewachsener Hai flog durch unsere Frontscheibe und fraß den Einbrecher einfach auf. Denkst du nicht, das ist ein bisschen weit hergeholt? Nein, ich habe das mal in einem Dokumentarfilm gesehen, wo ständig Haie durch die Gegend geflogen sind. Ah, Robert, mein Freund, eine kurze Fachfrage an dich. Wenn ein Tornado mehrere Haie aufwirbelt und schleudert durch die Gegend, sprich ein Sharknado, und dieser würde zum Beispiel durch unsere Studioscheibe fliegen, und du wärst in diesem Studio, wie schätzt du die Gefahrenabwehr ein, um so einen Haiangriff, sag ich mal, zu überstehen? Der kommt auf mich zu, push, guide, am Hai hinten langstreifen, bup bup bup, an der Flosse langstreifen, Schwanzwurzel greifen, bup! Umgedreht, kein Problem. Da sehe ich keine Schwierigkeit. Siehst du, hab doch gesagt, das ist Quatsch. Und Robert, der weiß, wovon er spricht. Ja, ich glaubte ja schon, ist okay. Ist das ein sprechender Pfannkuchen? Ich hab keine Nase. Ich hab auch keine Nase. Ich glaube, ich brauche einen Therapiehund. Redest du von mir? Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Gott sei Dank. Ich glaube, es könnte vielleicht so passiert sein. Und sind hier schon mal Urbexer irgendwie entgegengekommen? Vielleicht waren es diesmal einfach andere. Wir gehen jetzt in dieses Haus rein und erkunden es. Koste es, was es wolle. Boah, hör auf, Junge. Wir können nicht damit jetzt anfangen. Ist das pervers? Wie du die gerade aufgemacht hast, ich hab gerade kurz gedacht, ich bin schon in einem Horrorfilm. Puh, ist einfach offen. Sowas habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ach, super creepy. Da drüber ein Gemälde, welches eigentlich vollständig verschimmelt ist. Man kann nur noch ganz leicht was erkennen. Hier riecht's auch irgendwie nach diesen alten, leicht feucht gewordenen, ausgestopften Tieren. Alter, wie sieht das aus? Deine Gedanken gerade zu dem Place, was wären wir vielleicht? Ich habe das Gefühl, dass es ganz ordentlich nach hinten losgehen könnte. Ich will gleich so Schrot ins Gesicht kriegen, hast du gesagt? Da hat's eine Ladung Schrot zwischen die Augen. Oder was? Hier ist auf jeden Fall eine offene Feuerstelle. Geisteskrank, absolut geisteskrank, over and out. Die Hunde sind, sage ich euch, auf diesem Grundstück. Die sind ja gefühlt extra scharf gemacht dafür. Alter, was ist hier los?
In Panik sprang Paul einfach durch die Scheibe. Wahrscheinlich, das war's hier mit der Location. Und stieß bei seiner Flucht versehentlich das Schild um. Hey, die nehmen da einfach. Überlegt euch das mal, das ist ja geisteskrank. Stellt euch mal vor, die Hunde hätten uns angegriffen. Wer weiß, was das für Leute sind. Die nehmen da einfach mehrere scharf gemachte Hunde mit drauf, weil die Schnauze voll haben von irgendwelchen Urbexern. Okay, mittlerweile mache ich mir richtig Sorgen. Entweder sind wir auf Drogen oder ich habe einen Schlaganfall. Ich habe diese Hanftabletten vom DM geholt. Oh mein Gott. Nein, Mann, seid ihr nicht. Vielleicht war es ja einfach nur eine Nackentaube. Oh nein, bitte keine Nackentaube. Stell dir vor, wie der Taubenkopf aus einem Mini-Flügeltattoo aus dem Nacken platzt. Knie nieder, du Unwürdiger. Ich bin die Gurgur-Nackentaube-Gurgur. Ich bin dein Vater. Nein, 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 nein. Doch. Nein, 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 nein. Doch. Nein, 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 nein. Doch. Fick dich. Also so langsam mache ich mir wirklich richtig, richtig Sorgen um unseren Zustand. Das kann doch so nicht drogenfrei sein, oder? Das alles voller so technischer Geräte. Krass, Sido, ey. Sido, was machst du am 2.10.? Nächsten Samstag ist der 2.10., wa? Am 2.10. tätowiere ich schon 4 Leute an einem Tag. Na Gott sei Dank, es war nur Sido. Tja, vielleicht haben wir uns ja neben unseren ganzen Vorstellungen, wie diese Scheibe zu Bruch gegangen sein könnte, auch einfach nur vorgestellt, dass diese Scheibe überhaupt kaputt ist. Vielleicht ist sie gar nicht kaputt. Ich meine, Sido raucht schon verdammt viel Knoblauch. Richtig. Dann machen wir Feierabend oder was? Würde ich sagen, ja, machen wir. Korrigier mich aber, wenn wir uns das alles nur eingebildet haben. Warum ist Milan gerade an unserer Scheibe dran? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Tja, vielleicht ist ja doch was dran gewesen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind einfach komplett überarbeitet. Wir sollten uns irgendwie was Neues suchen. Vielleicht YouTube oder sowas. Ja, oder du machst einfach Comics oder so. Ja, genau. So weit kommt es, ich bin bescheuert. Die einen sagen so, die anderen so. Ja. Komm, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause, weil wir müssen uns auf die finale Szene vorbereiten. Denn der Chris, du weißt doch, den Chris kennst du doch, oder? Ja, der Kleine, ne? Genau der. Der wollte ja auch unbedingt diesmal in diese Folge rein und deshalb habe ich mir eine ganz besondere Schlussszene für ihn ausgedacht. Tja, wer die noch wirklich verpassen will, bleibt jetzt am besten dran. Dann sehen wir uns vielleicht in Folge 4 demnächst hier auf YouTube. Da-da-da-da. Tschüdelü. Oh!